Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Dann geht's gleich los. Es ist der erste Tag, wo es endlich mal ein bisschen bewölkt ist. Und es ist der erste Tag, wo es keinen Wind hat. Das gibt einen Paddeltag da drüben zu der Insel. Weil Meerpaddeln ist ja sowas von langweilig, weil du siehst ja eigentlich nichts, genauso wie vom Ufer. Aber ich finde das mit der Insel da drüben so geil. Und das ist nicht weit, da komme ich locker rüber gepaddelt und kann da dann ein bisschen wandern gehen. Da hat es auch ein Haus oder irgendwas. Da fahren sicher Boote rüber. Muss halt gucken, ob ich da anlegen kann. Und jetzt geht der Sonnenaufgang los. Das ist, oh mein Gott, unglaublich schön. Vielleicht kann ich auch noch hier, die da hinten, die sieht sehr weit aus zu paddeln. Ich paddle hier vorne auf die große. Kaffee bin ich gerade am Parat machen. Ich lasse die Kamera jetzt mal mitlaufen. Vielleicht funktioniert das, dass der Sonnenaufgang, ach so, jetzt muss ich es wieder so rumstellen, ne? Nee, schon so rum. So, stehst du? Ich muss Kaffee machen. Ich will Kaffee machen. Come on, steh, du dummes Ding. Läuft, wo ist denn mein, ich hab doch da so einen Ständer. Wo ist denn da mein Handyständer? Nee, ich werde mal Kaffee machen. Man sieht es ja, oder? Ja. Ich lasse es einfach mal mitlaufen, weil ich meine, das dauert nicht mehr lang. Und bis die Sonne kommt. Und machen wir noch nebenbei ein Köpfchen. Och man, hier hat so viele Miezis. Ich mache jetzt gerade mal ein Tagesupdate, wenn ich einmal dabei bin. Ich hatte gestern, jetzt muss ich heute, ich will da nochmal hinfahren an dem Platz, an dem Traumstrand gestern mit den ganz vielen Steinen. Ich weiß nicht, ob ihr das Video schon gesehen habt. Nee, ich glaube, ich habe noch Fotos. More Videos habe ich auch reingestellt. Oh, jetzt geht's los! What the fuck? Wie geil! Wow! Oh, gibt's einen geileren Sonnenaufgang als über so einer kleinen Insel? Verdammte Scheiße. Seht ihr das? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Oh, ich glaube, es ist drauf. Wow. Ha. Verdammt geile Scheiße. So ein Sonnenaufgang ist noch mega speziell. Wow. So, Kaffee. Ja, ich habe gestern an dem Platz, wo ich war, hat es auf einmal 4 Babykatzen. Ich habe es nur rascheln hören. Das war so wirklich so ein total verlassener Strand. Da hat es mal eine Beachbar gehabt vor 10.000 Jahren und ein Hotel. Und das steht aber alles zum Verkaufen dran. Das steht, es ist wirklich komplett alles leer. Und dann hat es ein Rascheln bei mir in der Tüte gehabt. Und ich so, was ist denn da los? Und dann war da eine Babymiezi. Und ich habe ja immer Katzenfutter mit dabei, weil ich bin ja so eine Katzenliebhaberin. Und dann holt sie ihre Kolleginnen und dann sind es auf einmal 4 Babykatzen. Und ich so, scheiße. So mitten, also in den Städten und alles, verstehe ich das ja. Mit den Miezis und mit der Vermehrung. Weil es ist hier wie zum Beispiel in Rumänien mit den Hunden. Die lassen sie halt nicht kastrieren. Und dann, ja, gibt es halt mehr und mehr und mehr. Und keiner will sie haben. Und, aber sie kümmern sich drum. Also bei den anderen Straßenmietzis in dem kleinen Bergdörfchen und alles. Oder gestern, wo ich das Video mit den 10 Katzen gemacht habe, die waren alle dick. Also was heißt dick, aber die waren alle, ja, das sind so Tourismusplätze und die werden da alle gefüttert. Das ist tipptopp. Aber die 4 Babykatzen gestern, die waren so scheiße dünn. Und dann, die waren an so einem Ort, wo ich gedacht habe, die wurden definitiv ausgesetzt. Die sind da nie von alleine hingekommen. Und die waren noch so, also was heißt so klein, aber... Ich meine, 6, 7 Wochen älter waren die noch nicht. Ich meine, mein kleiner Hiro, den wir damals bekommen haben, den hat man ja, glaube ich, auch mit 7 Wochen bekommen, hatte die gleiche Größe. Wenn er nicht sogar ein bisschen größer war. Also ich meine, älter als 6 Wochen sind die Babys, sind die Babykatzen noch nicht. Und die waren alle so richtig dünn, da hast du gesehen. Die sind richtig abgemagert. Und ja, da gibt es halt keine Mäuse. Oder ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Jetzt habe ich gestern nochmal Katzenfutter geholt. Und ja, so, Kaffee läuft. Wow, es ist halt schon echt geil, ne?
Ja, jetzt habe ich ja gestern nochmal Katzenfutter geholt und jetzt fahre ich da heute nochmal hin, in der Hoffnung, um sie rauszulocken, dass ich sie wenigstens. Ja, die lassen sich nicht einfangen, die waren halt komplett schüchtern, ne? Die kennen keine Menschen, die haben sie nicht streicheln lassen und nichts. Die 10 gestern in der Stadt, die haben sich direkt streicheln lassen, da hast du gemerkt, die kennen Menschen, die wissen, wie das ist. Aber mit den Babykatzen nicht, die wurden da wirklich ausgesetzt und es war weit und breit keine Mama da und oh. Aber sie sind mal wenigstens über den Berg sozusagen, übers Gröbste. Und jetzt hoffe ich, dass sie heute wiederkommen. Ich fahre nochmal zu dem Platz, habe Katzenfutter geholt. Ich tue sie nochmal füttern. Vielleicht kann ich sie wenigstens mitnehmen, dass ich sie irgendwie zu einem Ort bringe, wo ich weiß, da kriegen sie Essen. Dann nehme ich sie mit in die Stadt oder so. Ich weiß auch nicht. Ich würde sie ja selber mitnehmen, wenn sie sich fangen lassen. Also was heißt fangen lassen? Ich will sie ja nicht fangen, ne? Ich will ihnen ja ein Zuhause geben. Ich würde sie ja gern betüdeln und Mama sein, sozusagen. Ja. So, Kaffee läuft. Ich tue mal Zähne putzen, mich fertig machen und dann geht's darüber auf die Insel.